Hallo und willkommen bei Minecraft. Gut, ich habe viel geschafft. Ich habe viel offline jetzt gespielt an Minecraft. Um das Leben zu bekommen, ist es schon ein paar Tage her. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den Laternen, weil ich habe ja wirklich sehr viel geschafft. Ich fange aber mal hier an. So. Ich habe die Laternenpfeiler schon mal gesetzt, zum größten Teil, noch nicht alles. Das, was fehlt, mache ich offline von den Pfeilern hier und von den Straßen noch. Jetzt mache ich noch zumindest das, was da ist, beleuchte ich mal aus, damit ich das von oben abfliegen kann. Das ist ja ganz wichtig. Ich habe bis eben noch Alien Isolation gespielt. Ja, ich muss jetzt erstmal zu Minecraft drüber gehen, weil, ja, das Spiel ist nicht so ohne Alien Isolation. Andere bräuchten eine Windel, ich brauche ein bisschen Ruhe. Weil es sind ja jetzt schon, boah. Na gut, aber ich bin jetzt bei Minecraft. Da funktioniert das Handling zumindest besser, ist einfacher als bei dem anderen Spiel. Und werde das hier mal so ein bisschen gestalten, wenn man das mal so alles darstellt quasi. So, habe ich jetzt hier. Genau, jetzt habe ich hier die Straße schon erweitert. Genau. Ja, es wird so ein kleines Projekt. Ist schon ein kleines Projekt. Und was habe ich nach vorne gebaut? Ach, das sind ja diese Wassertürme. Genau. Muss immer ein bisschen aufpassen, weil hier, wo ich bin ja hier im Wohnzimmer und da ist ja nicht der Computerstuhl, der ist etwas niedriger, dementsprechend muss ich meinen Arm immer höher halten. Was bedeutet, bei der Maus tut mir ja öfter mal die Hand weh. Weil ich ja hier mit Laptop spiele und ja. Der große PC ist drüben. Bis das Kind alt genug ist und seinen eigenen Platz drüben haben möchte, dann muss ich meinen Schreibtisch hier, also kommt hier der Laptop natürlich weg und dann kommt der große PC hier rüber, da wo jetzt der Laptop steht, in den einen Raum. Und dann wird das Kinderzimmer zum Kinderzimmer. Und solange das Kind noch nicht das Kinderzimmer braucht, ist es das Wäsche- und Arbeitszimmer und Spielzimmer. Aber wir lassen uns mal überraschen. Bei Kindern muss man ja mit allem gewappnet sein. Wir wissen ja erstmal noch ja nicht, wie es abläuft. Deswegen habe ich jetzt Minecraft gestartet, Alien Isolation. Die Frage ist, spiele ich Alien Isolation durch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und weil es doch schon, also. Es ist okay vom Spielverhalten her. Nur dieses Handling mit dem Heilen und was nimmt man in die Hand, wenn es wirklich schnell gehen muss, ist schnelles Handling natürlich besser und das bietet das Spiel natürlich nicht. Aber vom Faktor des Spiels Abenteuer ist es super. So. Ja, wie man sieht hier, die ganze Reihe fehlt hier noch. Die mache ich aber offline. Dann. Dann habe ich noch andere Spiele, die ich so ein bisschen vielleicht anspielen werde. Aber wie zum Beispiel Air Conflict, zum Beispiel Animalica werde ich vielleicht beginnen zu spielen, wenn ich mit Alien Isolation durch bin. Animalica, warum? Weil es ein relativ ruhiges Spiel ist, wo man auch bauen kann. Und mit vielen Welten. Ich habe das letzte Mal gespielt, ich war ja schon einmal so gut wie durch. Aber seitdem sind einige Welten dazugekommen, einige Sachen haben sich geändert. Und natürlich möchte ich das auch sehen. Das ist wie bei Raft mit dem neuen Update, wo ich das dann gespielt habe.
Oh, 1, 2, 3, 4. Eigentlich hätte ich 5 setzen müssen, aber egal. Ich mache das jetzt alles einheitlich, damit das auch passt. Weil ist ja nun doch schon ganz schöne Stücke hier mit dem Atomkraftwerk. Ich bin ja immer noch nicht drum. Und das ist ja nun wirklich einer der normalen Gebäude hier. Hier sind ja noch viel, viel größere. Das Stadion zum Beispiel. Wo man dann irgendwie erstmal herum muss. Und wenn es abends ist, werde ich erstmal, oder Nacht ist, dann werde ich dann mal gucken, dass ich dann hier alles so ausleuchten kann und wie das von oben erstmal so aussieht. Der Schneemann war übrigens auch mal klein, jetzt seitdem ein Atomkraftwerk neben dem steht, ist er gewachsen. Was Radioaktivität nicht alles anrichtet, also wow. So. Ja, jetzt geht es erstmal hier weiter. Bionano spielt gerade Sims 4. Da werden wir auch noch mal weiterspielen. Und Stardew Valley kommt auf jeden Fall die Woche dran. Ich habe jetzt erstmal rausgefunden, was die Hexe eigentlich mag, oder dieser Wächter der Hexe, damit ich in das Hexenhaus komme. Ich muss es ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher. Manchmal sind ja auch falsche Lösungen dabei. Und deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob diese Lösung auch die richtige ist, die ich da bekommen habe. Das werde ich auch bei Stardew Valley sehen. Wir sind jetzt schon im vierten Jahr. Wir hätten jetzt nicht, das war eigentlich unser Ziel, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir das vierte Jahr reinspielen. Und das war eigentlich unser Ziel mit dem Baby und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir alle Ziele erreicht, bis auf die Hexe bei Stardew Valley. Und da muss ich mal gucken. Also ich spiel mir auch so eine ganze Weile. Dreiviertel Jahr, seit Februar spielen wir Stardew Valley. Es ist jetzt, was haben wir jetzt da? 9 Monate her. Oder 9 oder 10 Monate ist das jetzt schon, ja, genau. Etwas länger als die Schwangerschaft. So. Ah, stimmt, das war hier doppelt belegt. Ist der Schneemann riesig hier? Bei denen sagt die Frau auch, lüg mich an. So. Ich habe nicht gesagt, ich war artig. Eigentlich könnte man hier drin ein kleines Hochhaus bauen. Ist das eigentlich Schnee oder Gras? Der ist da drin hohl. Geil. Einen Zugang muss ich auch noch zu einigen Gebäuden bauen, wie man dann jetzt sieht. Hier zum Beispiel, dass man hier rein kann. Na, dann baue ich da oben eine Aussichtsplattform hin. Und dann geht das schon. Zum Schneemann kommt auch noch der Schlitten. Kann man dann hier drinnen sitzen und dann wegfliegen. Zumindest macht das der Weihnachtsmann. So, einmal hier noch und dann so und hier und da. Heute ist erstaunlicherweise lange Tag.